So, weiter im Text geht's bei Fire Emblem Blazing Sword. Folge 44, glaube ich. Meine Fresse, coole Schnapszahl. Und nein, ich trinke keinen Schnaps. Die letzten zwei, also ein von den paar Folgen dabei, Pokémon und Zelda, haben gereicht. Aber egal. Ich bin fertig soweit. Let's go. Meldung reicht Level 13. Juhu, wunderschön. Au, bist du Story-Action? Ninian, halt, wohin gehst du denn? Ich möchte doch helfen. Oh nein, das wirst du nicht. Du bist noch viel zu schwach. Aber ich möchte doch nur Lord Eliwood helfen. Wenigstens ein wenig. Ich habe ihn das Leben seines Vaters beraubt. Denkt ihr das immer noch? Ich weiß, dass ich alles, was ich tue, das niemals aufwiegen kann. Nils, bitte. Ja, ich verstehe dich, Mann. Reich mir deine Hände. Nils? Ich werde dir einen Teil meiner Kraft geben. Wenn du in deinem jetzigen Zustand im Kampf teilnimmst, wirst du den anderen nur zur Last fallen. Nils, es tut mir leid. Swut, swut. Voll episch. Einfach mal Kraft übertragen. Puh, das sollte genügen. Hilf ihn auch in meinem Namen. Ich danke dir. So. Lord Eliwood. Ninian, du solltest nicht hier sein. Bitte erlaubt mir, euch zu helfen. Helfen, aber ich habe nicht die Absicht, dich in den Kampf zu treiben. Ich bin keine gewöhnliche Tänzerin. Mein Tanz wird euch helfen. Wieso, was ist das für ein Tanz? Jetzt werde ich neugierig. Egal. Oh. Cool, 14 HP hat so. Wow, das ist ja erschreckend wenig. Ich bin von einer Art Energie umhüllt. Immer diese mystischen und magischen Geschichten hier. Ich habe Ninis Anmut eingesetzt und habe für euch getanzt, Lord Eliwood. Der Effekt wird nur für kurze Zeit andauern, doch solange er dies tut, seid ihr beschützt. Bitte erlaubt mir, an eurer Seite zu bleiben. Das ist ein extrem geiler Effekt. Du musst das, werde ich euch noch demonstrieren. Ninian, okay, natürlich. Wenn du dich dadurch besser fühlst, wir ziehen nur in die Schlacht. Weiche nicht von meiner Seite. Verstanden. Ja, das werde ich mal versuchen. Mal gucken, vielleicht kriegen die zwei einen Support aufgebaut, weil ich finde, das ist ein schöner Support irgendwie. Und außerdem, die Supports hier im Spiel haben Einfluss auf das Ende der Geschichte. Kai, bitte sagt mir, was ich tun soll. Ich kann nicht kämpfen, aber mit meinem Tanz kann ich helfen. Ich bitte um euer Verständnis und eure Unterstützung. Ja, kein Ding. So, Ninian, gucken wir uns mal an. Die hat natürlich nicht 14 KP, denn sie übernimmt Nils Level. Ich glaube, man kann visualisieren, dass sie gerade, hier diesen Kraftschub von ihm bekommen hat. Ihr seht, Ninis Anmut, wenn man, erinnert euch noch an Lynns Story, wenn man diese 7x-Kapitel nicht macht, wo man hier die Ninis Anmut zurückholt, dann hat die diesen Ring hier auch wirklich nicht. Das heißt, das, was man da in der Quest macht, hat auch wirklich Einfluss hier aufs Spiel. Und ihr seht, von der Geschwindigkeit und Glück ist sie extrem heftig. Sie weicht sehr gut aus in der Regel. Und auch die Verteidigung und die Resistenz ist okay, sag ich mal so. Und auch immerhin hat sie auch eine Eis-Anifini... viele Einheiten, so wie Raven oder Legold, eine Eisaffinität, und die hilft dir natürlich noch mehr Ausweichen zu bekommen. Natürlich äußerst glücklich, das ist natürlich schön. So, ich habe mir Ideen gemacht, Leute. Wir kriegen genau hier oben eine Elysians Peitsche und von... Oh, jetzt muss ich gerade Schluck auf hier, nicht gut. Wir kriegen von Chief Checker hier irgendwo eine Heldenzierde. Also, ich werde entwickeln, ich werde mal jetzt eine Prophezeiung machen, also auf jeden Fall Will, ist klar, natürlich, ich habe ein Ritterwappen, aber im nächsten Kapitel gibt es ein zweites, habe ich mir schon mal durchgelesen, das heißt, Jörg Kent könnte im nächsten Kapitel dann auch schon promotivieren, aber Oswin ist jetzt erstmal mein Wärter hier, um sich hier zu entwickeln. Entwickeln werde ich noch dazu den Bärtigen, denn der hat mich derbst überzeugt in diesem Playthrough hier gerade. Noch entwickeln werde ich ziemlich wahrscheinlich geil, weil Raven kriegt auch die XP auf Anrat und muss noch ein bisschen auf seine Heldenzierde warten, bis er die hat. Dauert es noch ein bisschen. Leveln werde ich trotzdem alle ein bisschen. Ich werde Lucius und Priscilla entwickeln, denn ich bin der Meinung, Erko und Kenneth können ihre XP auch ganz gut anders verdienen. Ich glaube, er hat sie am nötigsten, gerade wegen seiner niedrigen Glücksrate und wegen seinem niedrigen Verteidigungsstand. Und auch, Priscilla ist einfach, die will als Heilerin auch mal kämpfen und das, denke ich mal, soll sie sich jetzt auch hier holen. Den Dieb habe ich mitgenommen für die Sichtweite und ich habe keinen der beiden Lords mitgenommen. Übrigens, den Effekt, den Ninian da gemacht hat, das ist hier der sogenannte Ninis Anmut, ja. Abwehr und Resistenz erhöht dank Ninis Anmut, ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wie viel, ja. Wenn ich jetzt sage, dass ich 21 Verteidigung habe und 13 Resistenz, dann werde ich wahrscheinlich ganz what the fuck Augen kriegen. Aber ja, das stimmt so. Man kriegt für eine Runde lang 10 Verteidigung und 10 Resistenzpunkte. Das ist extrem geil. Und gerade für Leute, die schwach in der Arena sind, kriegen extremst heftige Werte. Denn Oswin ist so bei 27 Verteidigung und bei 17 Resistenz. Und damit kann ihm so gut wie so ziemlich gar niemand irgendwas anhaben.
Und das wird auch meine Technik sein, weil man kann Ninis Anmut erstmal bringt es ihr sehr gute Erfahrungspunkte. Und ist ein einfach, ja, weil sie kriegt, wenn sie normal tanzt, sie kann so wie Nils ein bisschen dancen und so. Dann hat aber eine andere Musik dazu, kriegt 10 XP, genauso wie Nils halt. Aber Ninis Anmut, also diese speziellen Ringe, wir kriegen später noch ein paar mehr, die geben immer 20 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich sehr geil. Und es gibt einen Trick, wie man diesen Effekt nicht nur eine Runde lang behalten kann, sondern eigentlich ja, so lange, wie man will, wenn man nur die richtigen Einheiten dafür hat. Ich hoffe, die richtigen Einheiten habe ich hierbei. Ich habe extra Leute mitgenommen, die eine dicke Konstitution haben, weil das ist dafür ganz essentiell. Aber gut, das ist dazu mehr. So, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt erstmal. Ne, mehr kann ich immer noch schwafeln. Ja, das sind so meine Einheiten, die ich entwickeln möchte. Ja, wie gesagt, ich will mal gucken, ob ich hier ein bisschen Support aufbauen kann. Ellie, du sollst mal auch ein bisschen schlitzen, weil du bist aktuell ein bisschen unaligned. Ihr seht, der Blitz macht 0 Damage. An sich kein Problem, weil Blitzer sowieso sehr schwach ist. Die Mönche hier verschwindend gering sind und auch alle ziemlich schlecht. Die haben kaum Magie und Blitz ist ja auch ziemlich schwach. Ihr seht, 9 Damage. Und der hat Glanz. Ja, der hat noch nicht mal Blitz. Wenn du Blitz hast, dann siehst du eher... Ja, das sieht eher so aus. 7 Damage, ne? Da würde Eliwood natürlich mit seiner 3 Resistenz auch nicht mal 4 Damage kriegen. Ist natürlich nicht viel. Aber Ninis Anmut bringt einfach bei vielen Gegnern hier einfach die absolute Verteidigungsmasse von 0 Damage. Ja, das ist natürlich geil. So, Liegold, ja, du kannst auch mal ein bisschen schlitzen. Dann kommst du mal ein bisschen nach vorne hier. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Line of Sight. So, geschlitzt ins Face und leider mal. Ja, der will auch nochmal glänzen hier. Aua, tut ganz schön weh. Aber Liegolds Resistance ist auch nicht die beste. So, schön. So, gib mal ein bisschen Line of View. Schön, da unten steht jemand bei einer Ballista. Das wäre sehr gut für den guten Will. So, Priscilla wird sich jetzt, ich glaube, ich mach das mal. Ich stell dich mal, ich weiß nicht, wie weit kannst du? Boah, geht eigentlich, ne? Stell dich mal hier hin und nutz mal Fackel und mach das mal hier unten erstmal bitte einmal, weil hier unten steht noch irgendwo ein Mönch. Das weiß ich noch und den möchte ich gerne ausrotten. Der steht, ja genau, da ist er nämlich. Und den würde ich, oh, ja, du kommst ganz knapp natürlich nicht ran. Scheiße, ist egal. Stell mal das Dorf hier zu, ich weiß, die machen das nicht, aber ist egal. So, Feuer ist bald down. Hier können wir auch gut einkaufen gehen, habe ich im letzten Part schon erzählt und so ein Käse, ne? So, und der Rest, ja... Bartroll, ich würde sagen, ja, dann du dich bräuch vorne. Du bist vorne dringend benötigt, weil hier kommen Wyvern-Ritter von hier oben aus irgendwo geflogen. Und die sind, ja, ein bisschen nervig. Finde ich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Aber gut, ja, das schlag ich mich halt rum. So, du kannst ja einfach mal deinen Langspeer schnappen. Du bist ja mittlerweile mehr als stark und schnell genug. Also, kurzer Crimson Critical Langspeer down. Tschüssikowski, du kleiner Spaten. Rennen ganz viele Mönche hier rum hier irgendwie. Müssen Mönche schlitzen. Und nein, Sakrileg! Ein Glanz erhalten. Sehr gut, falls sich Lucius wirklich entwickelt, weil dann hat er auch ein bisschen Konstitution. Dann kann man mal gucken, ob das mal auch nutzbar ist. So, du stellst dich mal natürlich neben Lord Eliwood und wirst einfach mal tanzen. Allerdings werde ich natürlich noch nicht jetzt provozieren, dass sie hier alle Level auf 20 hat. Deswegen tanze ich vielleicht besser nicht, weil es gibt später ein Kapitel, da muss man eine bestimmte Anzahl an XP sammeln, um ein Guiden-Kapitel, also eine Quest zu erhalten, ein X-Kapitel. Und dafür muss man 700 XP in diesem Kapitel sammeln. Das ist natürlich Ninian, die Erfahrungspunkte sammeln kann, obwohl keine Gegner da sind. Ein unersetzbarer Erfahrungspool, den man nicht unterschätzen sollte, weil sonst habe ich vielleicht Pech und erreiche dieses Kapitel nicht. Das ist ja scheiße. Was hat der Krach zu bedeuten? Das ist mit einer Nacht, was ein Kampf, was wollt ihr denn gegen unternehmen? Wirklich, das kann euch helfen. Ja, ich habe jetzt die Fähigkeit, Kräfte wieder zu restaurieren. Er wird durchaus magischen Schlummer und halt Vergiftungen. Grundsätzlich könnte man sagen, richtig gerade was verbogen war und von der Zeit wieder normal zu stand. Aber ich bin jetzt müde, Mann. Warum könnt ihr nicht aus einer vernünftigen Zeit balgen? Was, balgen? Altdeutsch, ach wunderschön. Ein Erneuerungsstab, das ist ganz nützlich. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, ich hoffe nicht. Ich glaube, hier gibt es einige Giftwaffen, die hier unterwegs sind. Finde ich natürlich nicht so schön. Ja. Yay, Will, du hast noch einen Langbogen draußen. Sehr intelligent, aber egal. Ich glaube, du snappst ihn trotzdem down. Jawohl, Crimson. Denn, wie gesagt, die haben kaum Werte hier. Die sind praktisch hier die Schießbodenfiguren für unsere Munition, die wir verballern hier. So, das wird auch Lucius mit Problemen, ohne Probleme schaffen. Schwab ihr, Swing, no damage. Super Kumpel, so macht man das. Crimson, und leider mal. Zappen, Schwing, und Tschüssikowski. So, das gibt wieder gute XP für ihn und vielleicht bald mal ein Level up. Steht hier noch einer offen. Yay, yeah, der geht natürlich nah ran, weil er gerade die Fähigkeit dazu hat. Arschgeige! Ah, oh. Ja, Langmo ist natürlich scheiße. Ich mal gucken sollen vorher, bevor ich hier irgendwas Halligalli mache, ne? So, was habt ihr denn hier? Ihr habt ein Stahlschwert und eine Stahllanze, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Oswin, du brauchst eine. Ha, Eliwood aber auch. Ja, dann nehmen wir nicht Bartre. Warte mal, Stahllanze, der klaut dir doch bestimmt 4 Geschwindigkeiten. 9, 13, 4 ist 3. Ja, Oswin kann ihn doppeln.
Und fragt mich jetzt nicht, warum ich das so... Ja, braucht er trotzdem, scheiße. Fragt mich nicht, wie ich das so schnell ausgerechnet habe. Ich bin ja dabei... Oh, Furzeltab, Schwätzen! Okay, hätte ihn nicht gebraucht. Denn er sagt sich aber so... Ein Level Up für Oswinowski! Und ja, von Geschwindigkeit, geil! Und von Fähigkeit und... Ach, einfach nur geil. Schönes Level Up, Eliwood. Ja, ich hoffe, du machst den Down. Du hast ja nicht mehr so... Ja, geil. Episch. Auf den Spieß und... Furzeltab daneben, Kumpel. Und du bist down. So, Eliwood kriegt ebenfalls ein Level Up. Swoot. Schwing. Ja, ja, mach weiter so. Keine Probleme mit. Finde ich gut. Sehr nice. Schönes Level Up. Alles bekommen, was irgendwie geil ist. Ja. Kannst mich nicht beschweren. So, Erk, bitte, tu mir den Gefallen. Töten. Oh, du und deine Magiemangel. Das muss dringend unterbunden werden. Er kriegt, wenn ich einen Stärkering finde, kriegt er von mir den auf jeden Fall. Oder ich werde die definitiv auf einen anderen Magier umsatteln, Leute. Ja, wäre vielleicht auch ganz gut, weil ich finde, er ist ein guter Magier einfach. Er ist geil. Ich weigere mich mal, ihn zu nehmen, aber er ist einfach geil. So, hier ist keiner mehr oben. Schade. So, ja, Florina, du kannst dich selbstständig machen. Praktisch, du bist eigentlich so gut wie unkaputtbar. Na gut, außer deine KP und deine Verteidigung, aber es geht. Ich finde, ihre KP haben sich deutlich verbessert. Ich hatte ja mal ein paar Sorgen, dass es nicht klappt, aber es sieht gut aus. So, Will, aber du willst dich ja eher zur... Ja, du willst dich eher dahin bewegen. Deswegen muss er das schaffen. Nimmst du halt einen Donner. Dann reicht's doch. Also soll ich doch da... Oh, zap, zap, furzap, Crimson Critical. Done. So, geil. So. Geil, du hast genug von denen, du hast keinen Bock mehr, ne? Hab ich recht. So, Florina, was machen wir mit dir? So, Priscilla, du kannst dich mal ein bisschen weiter nach vorne stellen. Und ja, mal einfach mal ganz bekloppt hier. Lass mal ein bisschen fackeln. Nicht lange fackeln, lass mal Zeit zum Knacken, Schlachen, Nacken sozusagen. Und Level up. Und twing. Yo, epic. Mehr Speed. Schön. Und ihr seht schon, da sind die ersten Kacki-Spasten. Oh, ein Bandit, der glaube ich schnappt sich. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nein, nicht gut, wirklich nicht gut. Schnapp dir dringend eine Eisenlanze, Florina, oder mach die alle down hier. Der hat zwar... eine Stahllanze. Und macht damit nicht minder Schaden, wenn er trifft. Aber die Chance ist natürlich ziemlich gering. Muss aber nichts heißen. 7 Verteidigungen, macht 12 Schaden, nicht gut. Nicht gut, aber ich will die Dinger haben, weil der 1... Ja, 2 Runden neu werdet, das Haus ist ja schon down, what the fuck, nicht cool. So, du bist hier eine Giftlanze. Pff, nicht gut. Bartre, das kannst du mal machen. Lock ihn mal. Oh. Oh, okay. Knappe Soße. Hätte ich mich fast... Die weiteren Ritter sind in diesem Kriegsnebel äußerst beschissen. Weil man muss einfach mal sagen, die haben einfach größere Reichweite, als wir gucken können. Ja, und schon bist du da gelackt, mein Alter. Plötzlich fliegt dich da so ein riesen Drache an. So, den will ich nicht nachts im Dunkeln in der Gasse begegnen. Das ist nicht so schön. So, dann kannst du dich mal als Ligot hier... Du stellst dich wieder dann zu Eliwood. Okay, alles klar. So, weil die sollen sich supporten. Das will ich mal ganz bewusst versuchen zu provozieren. Yay, der rennt gar nicht hoch. Oder Langeweile. Oh, verdammt. Er trifft wirklich. Aber ist egal. Mit der Eisenhand zu spießen wir zurück. Leider not enough. Scheiße. Was für Rina, Mann? Du kannst jetzt hier so abkacken. Geht doch nicht. Der kommt an, aber der wird auch mit Sicherheit sterben. Weil ganz ehrlich, was willst du denn von mir, du Pimmel, Alter? Schwarzkrönsen, friss meine Axt, Alter. Voll, guck dich an, Alter. Oh, voll den Typi auf dem Drachen einfach hier hälftet irgendwie. Ja, Bartra macht sich ein paar Soldatenschnitzel. Lecker. Oh Gott, der rastet oben da aus, der Junge. Nein! Okay, mach keinen Schaden. Hat man gerade mich ein bisschen gefürchtet. Ich dachte erstmal, da will jemand auf die Ballista. Das fände ich nämlich richtig scheiße. Weil da will ich herauf. Angriff hier, Frisskumpel. Kurz einfach mal die Ballista ins Face gehauen. So, und jetzt, ja. Könnte man Bartre vorschicken, weil der tankt sowieso alles weg hier. Der macht hier alle down irgendwie. Ist total geil. Ja, also du hängst wieder ein bisschen hinterher, ne? Ist aber nicht so schlimm. Ja, da oben kann natürlich gerade keiner helfen, ne? Nee, schade. Du kannst mal versuchen. Ja, ich weiß nicht, wie wann der und wie der da rankommt. Ah, scheiße. Hat auch eine Distanzwaffe und einen Wurfball, oder denn? Oh, scheiße, ey. Ist natürlich nicht sehr präzise, aber trotzdem. Ist doch scheiße. Ja, schaffst du denn, Florina, schaffst du denn den kleinen Pillemann? Ja, okay, locker. Er macht ja auch keinen Schaden, ne? Nee, gerade so genug Resistenz und doch hier ein Wurfball. Ja, steckt sie ganz gut weg eigentlich. Das ist okay.
Und mal den Bogenschütze da. Oh nein, nicht gut. Der Bogenschütze muss weg. Ja, das ist natürlich scheiße. Der muss da weg. Den kann ich nicht da stehen lassen. So viel steht schon mal fest. Ja, ich würde sagen, dann machst du den hier. Jo, schlitz ihn down. What's up, Schlitz? So, Ligold steht da jetzt natürlich potenziell ein bisschen in Gefahr. Ist aber nicht schlimm. Weil wir dezimieren die Gegner, denke ich, mit dem hier. Oh, du musst ihn jetzt treffen. Alter, du musst treffen. Crimson. Sonst kann ich Florina nicht vorschicken. Jo, gut, nicht. Oh ja, Crimson. Critical, geil. Unnecessary, aber egal. Swoot. Ein paar XP für den lieben Bärtigen. Das ist ganz gut. No, ein Antidote von mir aus. Ihr seht schon, es gibt wirklich Giftwaffen. Ja, ich hab schon jetzt mehrmals gesehen. Scheiße, Mann. Ja, mach mal los, komm. Florina, stell dich da hin. Langspeer und. What's up, Crimson? Voll in dein Face, Kumpel. Du bist down. Kann sie nämlich eine super Kontermöglichkeit für den Mönch nächste Runde aus bereithalten. Na, den macht sie mit Sicherheit dauern. So, dann würde ich sagen, ja, Blitz, ja, Blitz ist jetzt natürlich, ne, ist natürlich bla, ne, und ich glaube auch nicht, dass Ligold sich von einem Wurfball treffen lässt. Von daher muss er nicht geheilt werden. Ich würde sagen, wir nutzen mal unser Purgativ, unser frisch erworbenes und heilen mal die liebe Florina. Ach, da sollte ich vielleicht einmal die Animation zeigen, damit man sieht, wie man es überhaupt aussieht, wenn man über Distanz hält. Der sieht geil aus, muss man einfach mal sagen. So, Erk, du kannst mal daher eilen. Lucius, du kannst auch mal mitmischen hier. Hier, geil, wenn du Bock hast, ne, und so. So, Alleywood. So, die kann auch mal schön hinterher traben, das ist cool. So, unterstützen. Wer kann wen unterstützen? Der sucht sich echt den aus, den er am wenigsten treffen kann. Du bist ja bescheuert. Swoot, ein XP für die Liga heute, ja, dankeschön. Nimm schon gerne an. Oh Gott, jetzt kommt der auch nochmal mit Blitz an. Oh nein, mit Lanzen. Oh nein, und. Oh, oh Mann, lass dir doch die treffen, Kumpel. Nein, nicht gut. Jetzt kommt der auch noch mit scheiße Blitz an und so. Nicht gut. Ach, musst aber in Nahkampf gehen, Kumpel. Da kriegst du zurück auf die Fresse. Oha, oha. Von wegen, ihr sagt, ja, Deep Level lohnt nicht. Ach, von wegen. Lohnt sich schon. Swoot Level up für Ligold. Bitte stärker, wäre nicht cool. Haust du nämlich ein bisschen. Yo, wow, geil, geil, Stärke und Defense, das ist cool. Da habe ich kein Problem mit. No problem. Ansonsten, geil, ne? Schon cool. So, aber du musst dringend geheilt werden. Komm, wir machen es jetzt mal einfach. Ich mach's mal jetzt hier. Es war, ich weiß, Verschwendung von Purgativ und Erfahrungspunkten und was denn halt. So, jetzt machen wir mal einmal hier für alle. Machen mal Purgativ-Action für Ligold. Schwut. Und dann wird er so geschwutet und dann. Ah, voll schön. Sieht doch wunderschön, dass er so gling-gling macht und so, ne? Ich find's nice. Ist hübsch. Ah, voll hübsch und so. So, alle aus, aus, aus. Nini, du konntest mal anmachen. Dass wir auch mal sehen, wie sie tanzt. Das sieht nämlich ziemlich geil aus, finde ich persönlich. Also, das könnte nachher die Mucke dazu, ist geil. Weil die will ich ja natürlich im Spiel auch freischalten. Ist ja klar. Und ich glaube, dafür muss man einmal die Animation gesehen haben. Aber dessen bin ich mir nicht sicher. Wenn das nicht der Fall ist, dann möge man mir das verzeihen. So, Bartre, was machen wir mit dir jetzt hier? Ellie, du willst natürlich auch noch XP haben, ne? Ja. Da steht Guy auch drauf. Er will auch XP haben. Alle wollen sie XP haben. Und ich weiß nicht mehr, wie weit ich hier vorlaufen kann, Leute. Da bin ich gerade ein bisschen unterinformiert. Muss ich mal so sagen.